Reset, wie gestern angekündigt. Das neue Projekt mit mir und dem Kevin, das ist folgendes: Wenn wir sterben, sind wir tot, dann wird die Map neu gestartet, genau die gleiche. Und das ist wie Minecraft Hardcore, bloß dass unser Ziel ist, in dieser Welt ins Endportal zu kommen und den Enderdrachen zu besiegen. Das heißt, es ist Hardcore, wir spielen auch schwierig mit Monstern. Wir regenerieren nur durch goldene Äpfel und Heilungstränke und sonst nichts. Und wie gesagt, ist Kevin dabei. Sag mal hallo. Ja, hallo, auch von meiner Seite aus und ja, auch meinen Zuschauern herzlich willkommen zu Minecraft Reset. Und dann würde ich sagen, fangen wir doch einfach direkt mal an. Und mir ist auch noch eine Idee gekommen, was wir auch noch machen können. Wir können nämlich auch noch den Wizard-Boss versuchen zu besiegen. Ja, der fickt uns One-Hit. So, wir gehen jetzt ins Dorf, da habe ich ein gutes Gefühl. Einfach mal Map gestartet, random, und dann kommt das hier raus. Also ich bin jetzt einfach hier reingegangen und... Oh. Also ich muss ich muss dann auch noch sagen, falls meine Tonqualität nicht so gut ist und falls mal hier Fast Turtle nicht so gut hört, dann tut mir das leid, aber ich versuche das dann irgendwie in den nächsten Kevin, Videos noch weiter zu verbessern. Kevin, guck mal. Jo, ja, fast eine komplette Rüstung, okay. Ja, komm mal. Oh, leck. Wie viele Punkte hast du damit? Ja, dann habe ich, glaube ich, keine Ahnung, so 4 oder sowas muss ich haben. Ne, 2 habe ich nur. Ich habe 2,5, passt. Ja, gut, also... ja, gut, Skelett, ich habe schon ein Herz verloren. Ich habe schon ein Herz verloren. Regenerierst du schon? Nein, wir regenerieren gar nicht. Oh, 2 Herzen, komm mit, folgt mir mal. Okay. Scheiße, es sind Pferd und Esel, ich kann mich nicht bewegen. Ja, gut, ich habe... Das Ende in der ersten Folge. Ich habe 3 Herzen verloren. Ja, das war schon gerade dumm, dass wir auch irgendwie... Ja, doch, wir regenerieren noch, scheiße, natürlich Regeneration aus. Ups. Hast du sie ausgemacht? Ja, ja, gut. Ja. Ich kann nicht schwimmen, weil da war so diese Scheiße, Alter. Das kennt ihr bestimmt auch, Alter. Ja, wenn nicht, holen wir uns einfach gerade einen Baum und irgendwie, weil, ja. Vielleicht haben wir auch noch Glück mit Spawnern und so. Da hinten ist eine Wüste, können wir durch die Wüste laufen, vielleicht finden wir einen Spawner oder so. Ja, ich würde erstmal hier Holz abbauen, weil sonst sehe ich schon schwarz. Fast tot. Oder doch nicht. Wie viele Herzen hast du? 2 Herzen verloren. Ja, das geht ja noch. Ja, trotzdem, du hast jetzt bestimmt schon 5 Herzen weg. Nee, nur 2 Herzen verloren. Also, achso, du hast ja... Oh, ja, cool. Ich hab schwierig eingestellt. Ja, das... Oh, wir haben einen Apfel. Ich hab auch einen im Inventar und einen gegessen, glaube ich, sogar. Nein, die Äpfel brauchen wir doch, um zu regenerieren. Ich weiß. Komm mit, wir gehen durch die Wüste. Warte, ich würde vielleicht noch hier ein paar... Bäume abbauen. Ja, bring du ein paar Tiere um und dann, ja. Das ist ein Projekt, das ist auch ein Ausgleich für damals, für das Minecraft, wie hieß es? Together, genau. Ja, also ich baue jetzt einfach hier noch ein bisschen Holz ab, dass wir dann halt noch auf jeden Fall was haben für die nächste Zeit mal. Aber, ja. Ich habe schwierig eingestellt, ich hoffe, dass es auch so ist. Ich mach mal 2 Spitzhacken, oder hast du eine Spitzhacke? Ich hab keine. Keine? Okay, warte, dann mach ich gerade 2. Oder soll ich nur eine machen? Oh Gott, eine Spinne. Der muss mich hier... Ich geh mal kurz rum, okay? Ja, ich komm einfach mit. Es juckt mich gerade in den Fingern zu wissen, weil ich habe irgendwie rausgefunden, dass in jeder Wüste, also übelst groß ist, da hinten ist ein Dorf. Ja? Cool. Ja. Ey, also jede Wüste, die eigentlich größer ist, hat einen Spawner und ich will wissen, ob das stimmt, weil ich bin mir dabei nicht so sicher. Oh. Holst du gerade das Essen mit? Ich laufe durch die Wüste und erkunde sie gerade. Und wie auch... Finde ich auch... Hol die Bücher mit. Ja, also bei mir leckt es auch ein bisschen, falls ihr das irgendwie gesehen habt, also ja. Macht ja nichts. Bei mir ist alles flüschig. Flüschig. Boah. Darf man durch? Ey, hoffentlich, also... Einfach so mitten durch die Wüste, ich bin gleich wieder da. Bleib im Villager-Dorf, okay, dass du nicht stirbst. Ja, ich versuch's. Okay. Noch wie ja schon gesagt, wenn einer von uns stirbt, dann wird diese Welt hier gelöscht und wir fangen eine neue Map an. Also... Deswegen reset. Ja. Das ist schon mal das Hardcore-mäßig hier. Ich muss unbedingt was essen, boah. Ich will jetzt wissen, ob das stimmt, Alter. Komm, Alter, ein Spawner. Ich hab grad voll Schiss, dass irgendwie hinter mir einfach ein Creeper kommt.
Wo waren hier die Bücher? Ah, da, okay. In den Häusern mit den etwas größeren Scheiben. Ja, ja. Nee, ich habe die Häuser halt nicht gesehen, aber. Ja, ja. Würde ich auch sagen. Wir hätten noch auf Adventure-Modus spielen sollen, dann wäre das richtig assi geworden. Ja, dann würde ich nicht Reset nennen, sondern einfach viel zu schwer oder so. Zu schwer, in Minecraft zu schwer. Komm, Alter, lass mich nicht im Stich. Wie groß ist die Wüste? Ja, wahrscheinlich groß genug. Zu groß, Alter. Geht fast über die ganze Map? Fuck. Nein, bitte kommt jetzt kein Skelett oder so. Hallo, Villager. Lass mich durch, Villager. Danke, Villager. Oh. Ich hab kein Essen mehr. Ich hab noch. Ich hab ein bisschen Essen. Ja, ich hab auch noch Kuhfleisch und so. Boah. Ich hab Kuhfleisch. Ist da drin Fleisch. Alter, ich hab doch gegessen, was los? Da, guck mir mal. Wie viele Bücher habe ich? 42 Bücher habe ich jetzt. Oh, es leckt irgendwie immer noch so ein bisschen, aber scheiß drauf, YOLO. Oh nein, nein, Skelett. Nicht abschießen. Kommt das? Nein, es kommt. Mist. Hä? Ich erkunde mal die Wüste ganz und dann laufe ich nochmal drüber und gucken, um zu gucken, ob da noch ein Spawner ist. Okay, ich warte einfach in so einem Villager-Haus. Ja, bau ein bisschen Essen an die Bettzeit und kein anderes noch machen kannst, aber bau Essen an. Gell, ich mach mal eine Truhe, ja? Da hinten ist ein Tempel. Ja, cool. Ey, dann geht da rein, geht einfach rein und loot alle Sachen einfach. Versuch einfach alles. Ich will noch einen Spawner. Und noch ein Dorf! Ein Dorf noch? Der Tempel ist neben dem Dorf! Soll ich kommen? Nee, brauchst du nicht. Warte, ich warte lieber, bis es hier irgendwie. Bis Tag ist, ja. Weil ich habe keinen Bock, jetzt in der ersten Folge schon direkt zu verrecken, dass wir dann direkt eine neue Map machen können. Was ich mich frage, warum habe ich keinen Spawner gefunden? Bestimmt habe ich einen übersehen, aber ich gucke mir die Wüste sowieso im Let's Play mehr als nur einmal an, denn ich will einfach wissen, ob das stimmt. Ja, aber jetzt auch hier einen Spawner zu bauen, wäre eigentlich schon ein bisschen unnötig. Nee, ich sag ja nur, ich will ja nur gucken, ob das stimmt. Bei mir haben wir dann gerade noch eine Revenge, eine Spitzhacke und grab mich hier runter. Und bei mir laggt es auch einfach so richtig, aber egal. Solange es noch. Es kommt kein Zombie oder so und drückt mich auf die Druckplatte. Wenn ich auf die Druckplatte komme, bin ich tot. Und das bedeutet, dass unser Projekt wieder neu resettet wird. Zwei Emeralds, 4 Gold, ja, das Gold ist gut. 5 Eisen. Eine Pferderüstung, eiserne, wieder Eisen und ein paar Knochen, aber sonst ist nichts Besonderes. Und 3 Dias habe ich. 3 Dias? Ja, aber die waren in der Schmiede. In der Schmiede, 3 Dias. Mit der ganzen Rüstung. 3 Stück. Ja. Yeah. Nein, Creeper. Oho. Weg. Oh. Ja, gut, okay, der ist explodiert. Also ein Creeper ist beim Dorf, vielleicht ist hier ja auch eine Schmiede. Oh man. Weg. Oh man. Schon ganz schön behindert geil, dass hier einfach überall irgendwie was ist. Wir hätten auch irgendwie anfangen sollen, als es noch Tag war, weil wir haben ja irgendwie gerade mitten in der Nacht angefangen hier aufzunehmen. Ja, hier sind auch mehrere Bücherregale und so weiter, aber die hole ich erst später wieder. Ich habe die Karte erkundet, man sieht ja, wo das Dorf ist. Ich will einfach nur schnell durch die Gegend streifen und dann wieder zurück, denn sterben, keine Ahnung, will ich nicht. Aber ich will wissen, ob hier ein Spawner ist und das juckt mich die ganze Zeit schon. Ich kann hier die ganze Zeit eigentlich fast nichts machen, außer ich würde jetzt irgendwie zu dir kommen. Ja, komm mal zu mir und hilf mir mal bei Spawner suchen. Ja, ich komme dann einfach zu dir irgendwie. Oder soll ich mal zum anderen Dorf gehen? Da war ja, du hast ja gesagt. Ja, da bin ich gerade. Okay, warte, ich komme dann einfach. Ja, hast du Essen dabei? Ich brauche. Ich habe nur ein bisschen Essen dabei, also wirklich nur wenig. Hier irgendwie noch, ja. Also ich habe 17 Kartoffeln. Nicht so krass gelb mal. Ja, aber wenigstens etwas als gar nichts. Ach, bei mir komm, ist hier. Hier muss doch ein Spawner sein. Junkbug.
Hier ist ein Junkpack bei mir, zwei Junks laden. Also, ich habe eine Schaufel, der Zombie. Der Zombie hat eine Schaufel. Ja. Oh, das, bei mir ist hier auch ein Zombie. Weg hier. Ich versuch den mal reinzulocken in so einen Kaktus. Hier ist ja noch eine Wüste. Alter. Die Wüste, die hier ist aber richtig groß. Ah, der hat ihn nicht getroppen gelassen. Ja, die Wüste ist irgendwie hier überwiegt. Guck mal bitte, ob du an jeder Ecke, ob du einen Spawner siehst. Ich bin gerade richtig verrückt danach, weil ich will es einfach wissen. Ja, nee, weil das ist hier irgendwie so, keine Ahnung. Weil eigentlich sind die Spawner meistens so, das ist irgendwie so eine Bergwüste, irgendwie, sag ich mal so. Weil es gibt ja auch so Wüsten, wo irgendwie so hier, riesen... Hier sind Berge, hier sind viele Berge. Ah ja, deswegen, die sind da eigentlich nicht. Die sind meistens halt irgendwo, wo keine Berge sind irgendwie. Bei so einer flachen Wüste, sag ich jetzt mal so, sind die meistens. Aua, 3,5 Herzen fehlen mir schon. Ja, mir fehlen auch 3 Herzen. Hier ist Lava, also wenn wir in Lava fallen, sind wir tot. Dann sind wir auf jeden Fall tot, also... Ja, direkt. Instant. Oh Mann. Ich hab jetzt, wie viel? Ich hab 19 Weizen. Also die Folge geht jetzt schon 11 Minuten, Leute. 11 Minuten und kein Spawner in Sicht, nichts. Und ein Creeper ist hinter mir. Also ich würde sagen, dann hören wir bei 14 Minuten auf. Dann. Ja. Ja. Man muss jetzt halt immer. Nein! Da musst du halt jetzt immer auf die Uhr gucken. Wenn wir jetzt hier verrecken, also wenn wir wirklich irgendwie so verrecken würden, wenn wir wirklich schon ganz nah am Ende sind, dann wäre es schon richtig bitter irgendwie. Ich komme mal zu dir. Ja. Ich fahre mir einfach das ganze Essen ab. Kann ich mehr rennen, kannst du mir entgegenkommen und mir Essen geben? Wo bist du, warte. Dahinter bin ich. Ja, ich komme. Boah, das sind einfach drei. Oh, der hat einen Rüssel. Oh. Ja, was, ja, ich hab noch halbes Leben jetzt. So wenig. Ja. Hier. Warte. Stopp, stell Werkbank auf. Ich mach Brot. Ey, da hinten ist ein Zombie, der bringt hier eine Rüstung, warte. Ja, ist egal, hier. Brot? Willst du jetzt Brot haben oder nicht? Ja, warte, behalt's mal. Ja. Er könnte. Villager Zombie ist das. Soll ich dir helfen? Das sind Baby-Zombies. Zombies. Zwei Baby-Zombies. Ich hab's gesehen. Alter, der Villager wird richtig... Oh, okay. Hä? Mein Gott, ich kann... Oh nein, Achtung, die greifen dich an. Die greifen dich an. Renn weg. Warte, ich halt den ab. Ich töte sie, warte. Warte, ich töte sie. Hinter dir. Oh, ich brenne. Geh ins Wasser. Oh, 1,5 Herzen. 1,5 Herzen. Ich hab 3. Ich töte sie. Nichts machen. Sonst doch, die töten dich. Die greifen dich an. Alter, wie lange der... Verreck doch. Hey, wie viele Herzen? Jo, jetzt ist er erst verreckt. Der greift dich an. Nee, der greift dich weiter an. Oh, ich bin gleich tot. Oh mein Gott. Oh mein fucking Gott. Also. 13:46 Uhr. Jetzt, wenn jetzt irgendeine kleine Sache passiert, ich bin weg. Also dann können wir direkt neu starten. Also wir brauchen jetzt unbedingt. Ich hab aber nur 4 Gold. Ja, wir brauchen aber 8 Gold. Also, ja. Das wird jetzt schon eine harte Nummer, jetzt schon in der Map hier. Noch irgendwas zu reißen. Gib mir Essen, ich fahr mal gleich. Ja, komm her. Komm her. Hier, nimm einfach das. Alter, ich bin gleich tot. Nein. Oh Mann. Alter, von einem verkackten Zombie. Und das sind jetzt schon 14 Minuten, das heißt, wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann, Leute. Tschüss. Ja, dann auch von mir. Bis zum nächsten Part. Bis dann. Ciao.